So, moin moin, der YouTuber Simon Unge ist nach wie vor am Polarisieren. Erst zuletzt hat er den YouTuber Tobinator auf Twitter blockiert. Was ist passiert? Simon Unge hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Öl ist Gift. Darauf hat dann Tobinator geantwortet: Ganz ehrlich, du gehst mir persönlich mittlerweile sehr auf den Piss. Fand deinen veganen Lebensstil eigentlich immer sehr bemerkenswert, weil du nie den Eindruck gemacht hast, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die eben nicht so leben. Schade, diese ganze Entwicklung. Darauf hat dann Simon Unge geantwortet: Erstens, Öl ist vegan, also ist deine Aussage zu dem Thema veganer Lebensstil, Zitat, seltsam. Zweitens, guck dir das Video zuerst an, bevor du darüber etwas schreibst. Drittens, entfolge mir doch einfach, falls du dich nicht für meine Tweets interessierst. Darauf dann Tobinator: Erstens, ich habe nie behauptet, Öl sei nicht vegan, ging nicht um Öl, sondern um dich als Veganer und wie du dich eigentlich immer sehr vorbildlich verhalten hast. Zweitens, habe das Video gesehen, drittens, interessieren schon, deswegen antworte ich ja drauf und sag dir meine Meinung. Und dann, Unge, du hast deine Meinung aber unter dem Öl-Tweet verfasst. Da passt es leider nicht so gut. Nach diesem Twitter-Austausch hat dann Simon Unge Tobinator LP blockiert. Tobinator schrieb dann noch dazu: absolut nicht kritikfähig. Sehr schade, Kindergarten. Und dann einen Screen, wo dann Simon Unge ihn blockiert hatte. Diese aktuelle, ich sag mal, Entwicklung, die Unge gerade durchmacht, ist überaus interessant. Zuerst hat er ein ernsthaftes Video über Milch gemacht, hat gesagt, Milch ist Gift, Milch ist auch für den Körper giftig. Und dann im zweiten Video hat er das dann relativiert. Und inzwischen weiß man gar nicht, trollt er nur rum. Jetzt hat er ein Video gemacht, Öl ist Gift. Jetzt hat er ein Video gemacht darüber, dass es Chemtrails oder Chemtrails gibt, je nachdem, wie man es genau sprechen möchte. Und dann deutet er noch in der Videobeschreibung an, dass alle seine Videos ja überhaupt nicht ernst gemeint sind. Zugleich natürlich das erste Video über Milch offenkundig ernst gemeint gewesen ist. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Ich gehe davon aus, er hatte erwartet, dass er vielleicht einen kleinen Shitstorm kriegt für das Video Milch ist Gift. Er hat womöglich nicht damit gerechnet, dass das so groß wird. Und interessant ist ja auch, er hat das ganze Jahr nicht auf seinem eigentlichen Hauptkanal, also auf dem Ungespielt-Kanal hochgeladen, sondern auf dem Unge-Kanal. Und da gibt es natürlich auch die Diskussion darüber, warum er das getan hat. Weil auf Ungespielt selber, also auf dem Kanal Ungespielt, hat er zuletzt nicht nur Gameplays veröffentlicht, er hat Reaction Videos gemacht. Von daher kann man das eigentlich erstmal so gar nicht gelten lassen, dass man sagen kann, das ist ein Gaming-Kanal und deswegen gehören diese Videos nicht darauf. Und hier ist auch zum Beispiel die Theorie von Tanzverbot, dass Unge das deswegen gemacht hat, um halt diesen Kanal zu pushen. Also Tanzverbot meinte dazu, wenn man zum Beispiel bei einer Agentur oder so angemeldet ist oder bei einem Netzwerk angemeldet ist, dann addieren die gerne die Anzahl der Follower zusammen. Also sprich, wenn du zwei Kanäle hast, ich nenne ein Beispiel, wenn du einen Kanal hast mit 1 Million Abonnenten und der andere Kanal hat auch 1 Million Abonnenten und es sind ja dann auch zum größten Teil die gleichen Personen, die abonniert haben auf beiden Kanälen, dann geht dann die Agentur hin und rechnet das dann zusammen und sagt dann, der YouTuber XY hat eine Reichweite von 2 Millionen, weil er halt zwei Kanäle hat, die 1 Million Abonnenten groß sind. So, und hier hat dann Tanzverbot die Theorie aufgeworfen, dass es womöglich auch damit zusammenhängt, dass er das deswegen auf diesem Kanal gemacht hat. Zu der gesamten Milch ist Gift-Debatte hat sich der YouTuber Gronkh ebenso in seinem letzten Livestream geäußert. So, aber ich bin ganz ehrlich, wir wissen alle, von wo diese Diskussion resultierte. Und meiner Meinung nach sollte das Ganze einfach nur eines machen, nämlich polarisieren und dass man drüber redet. Mehr sollte das nicht. Das ist der einzige Grund, warum das Video gemacht wurde. Der einzige. Es gibt keinen anderen. Das ist kein aufklärendes Video. Überhaupt nicht. Und das ist ein Video, meiner Meinung nach, was relativ kurzsichtig gemacht wurde, ohne im Hintergedanken daran zu denken, was es vielleicht bei der Zielgruppe, die sehr junge Zuschauer sind, sehr junge beeinflussbare Zuschauer, was das da vielleicht auslöst und auch in den Familien auslöst. Das Thema kann man besprechen, kann man immer besprechen, aber das war meiner Meinung nach eine Scheißaktion. Und das ist einfach nur meine Meinung. Also in jedem Fall ist das ganz komisch, wie sich das alles entwickelt. Momentan hat man das Gefühl, dass Simon Unge herumtrollt. Der YouTuber Tanzverbot hat ein Video über Unge gemacht. Unge hat darauf ein Antwortvideo gemacht und war da drin auch alles andere als ernst. Also da hat man dann förmlich die Ironie und den Sarkasmus rausgemerkt. Und natürlich dieses Video mit Nebel ist Gift, also wo er da auf einmal die ganzen Chemtrails gesehen hat. Also hier kann man das Gefühl haben, er hat einen Strategiewechsel vorgenommen. Zuerst hat er es ernst gemeint. Er hat womöglich nicht mit dieser Resonanz gerechnet, mit diesem Shitstorm gerechnet.
Und daraufhin versucht er dann die Strategie komplett zu verändern, indem er dann versucht, alles ad absurdum zu führen, damit die Leute dann am Schluss sagen, ja, der trollt ja nur herum. Und das wäre jetzt die aktuelle Interpretation. Wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das Thema überschattet nach wie vor alles. Das ist das größte Thema gerade auf YouTube. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.